Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Remember Me. Mit dem Arsch beendet und mit dem Arsch geht's weiter. Wir folgen jetzt weiter Edge seinen Worten. Oh, hier können wir uns heilen. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Okay, du musst hier raus. Geh und finde Kopfweh, Tommy. Ich sag ihm, du bist wieder dabei. Wer? Er hat eine Bar am Ende von Slum 404. Krabbel hier raus. Ich gebe dir dann Hinweise, falls nötig. Und das finde ich jetzt ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht gemacht, dass sie das übersetzt haben. Ich meine, sie hätten das auch anders... So. Also sie hätten es auch lassen können. Zahl der Erroristen, die unsere geliebte Stadt unsichern, hat sich schlagartig verdoppelt, nämlich auf 2. Denkt dran, Maggie hat es festgemacht. Skandal in der Bastille. Die berüchtigte Verbrecherin Nilin ist entkommen. Wie zum Teufel konnte die Staatsfeindin Nummer 1 aus dieser verwirrten Kathedrale flüchten? Naja, und das ist jetzt so die zweite Passage. Es gibt einmal diese Kampfpassagen und zum anderen die Kletterpassagen. Und halt bei, ich sag jetzt mal, Castlevania, Lords of Shadows, das ist ja so geregelt gewesen, dass wir, also dass die ganzen Vorsprünge geleuchtet haben. Und hier zeigt dann einfach dieses Sensen-Ding, was sie im Nacken hat, die Entfernung und die Höhe und so weiter von den Dingern an. Edge, wer ist dieser Tommy? Tommy war dein bester Freund. Er war Gedächtnisjäger und blieb unserer Sache treu. Seine Bar ist in einem Frachtraum über den Kanalschleusen in Slum 404. Das Leaking Brain. Nicht zu verfehlen. Hey, gelange zum Leaking Brain. Ach ja. Ich muss sagen, es sieht hier teilweise echt gruselig aus. Finden wir hier etwas? Oh, Tatsache. In den Bemühungen, alle Formen des Vergessens zu bekämpfen, gewährt die freien Zugang. Okay. Sensen-Menü. Ist das hier? Tagebuch? Hey. Ja, das ist hier alles fürs, ich sag jetzt auch mal Worldbuilding. Ich kann gerne Folgen machen, wo ich darüber, also wo ich das dann vorlese. Ich weiß noch nicht, ob ich alle finden werde. Aber, also wenn das gewünscht ist, dann mache ich das in extra Folgen. Wenn nicht, dann sagt einfach, halt einfach nur meine Kamera und dann kann jeder selber lesen, wenn er möchte. Je nachdem, wie ihr wollt. Das Fleisch stinkt. Ja, ich hab dich auch lieb. Ich steck den im scheiß Sarg fest. Oh Gott, da ist er wieder. Schade, ich kann die Kamera nicht bewegen. Ganztägig warme Küche im Leaking Brain. Tageskarte. Knusprige Garnelen à la Tommy und Abwasser-Shrimps in Schlammsoße. Klingt ja lecker. Achtung, Lieferterritorium. Wenn Sie das lesen können, laufen Sie weg. Ja, kann man so sagen. Schade, hier ist nichts. Also im Grunde kann man sagen, dass jeder optionale Weg zu irgendwas führt, was wir brauchen. Und ich finde übrigens die Musik grandios. Olga Sedova, durch Schnee und Hagel wie ein grausiger Raubvogel. Kein Zweifel, die berüchtigte Kopfgeldjägerin jagt Nilin, die flüchtige Erroristin. Denkt daran, liebe Gedächtniswühler, Olga und ihr Mann David waren es, die 37 Erroristen in Amnesiezellen steckten und dann den Dead or Alive-Preis 2082 gewannen. Viel Glück, Olga.
Sie kämpft allein. Sie kann's gebrauchen. David soll ja krank sein. Wir wünschen gute Besserung. Guten Morgen. Hier ein Rätsel. Wer war die Schlussfolge, die die Lichterdämmerung über So, jetzt haben wir uns das auch angehört. Nochmal nach oben. Jetzt hier rüber, so wie es aussieht. Da! Nicht dort! Und wir können auch nicht... Oh doch, wir können zurück. Ich wollte jetzt kurz gucken, ob auf der anderen Seite noch was ist. Nee, sieht nicht so aus. Also ich muss sagen, es ist eine Weile her, wo ich das gespielt habe. Alle Dinger, die ich gefunden habe, daran werde ich mich wohl nicht nochmal erinnern. Ach ja, ein Errorist hat Ihnen eine Erinnerung an einen versteckten Vorrat hinterlassen. Schauen Sie sich das Bild aufmerksam an und finden Sie das entsprechende Gebiet in Ihrer Umgebung. Ja. Das heißt, hier jetzt irgendwo in der Nähe liegt da dieses kleine orange leuchtende Ding. Und da ist es wichtig. Und so wie das aussieht, ist es da vorne. Seht ihr, hier ist dieses Gitter und die Tür. Und das heißt, wir müssen jetzt hier vorne rechts. Wo sind die denn alle? Hier oben muss jemand sein. Yay, wir müssen 5 SAT-Patches finden, um sein Leben zu erweitern. Ich glaube, diese SAT-Patches hat er sogar alle gefunden. Ich finde, das sieht echt toll aus. Also, ihr werdet schon merken, also wenn man sich hier so umguckt, das Level-Design ist großartig. Ne, diese Slums, wie diese eben zusammengeschustert sind, dieses Zwei-Klassen-System, das ist fantastisch dargestellt. Wenn wir auch später dann da oben sind, das kann ich ja verraten, wir werden definitiv nicht die ganze Zeit hier unten bleiben, da werdet ihr dann auch sehen, wie toll das da oben ist und wie die Leute auf uns oder auch auf andere reagieren. Also es ist... Das Spiel bietet so viel tolle Sachen. Oh, du Armer da unten. Ach, da oben geht's weiter. Da lang. Genau. Also. Überschwingen. Dann können wir uns jetzt fallen lassen. Oh nein! Hallo, Freunde! Zurück zum Spiel! Ja, geil. Ihre Gesundheit ist gefährlich niedrig. Drücken Sie Dings, um das aufzurufen. Rufen Sie Combolab. Jetzt geht's ans Eingemachte. Sie haben 5 neue Schritt-Kombo freigeschaltet. Ein neuer Impressionstyp ist jetzt verfügbar. Regenerationsimpressionen. Wann immer Ihnen ein Impression ausführt, regeneriert sie ein wenig Gesundheit. Verwenden Sie die neuen Impressions, um Ihre Combo zu dingsen. Ja. Okay. Ich hätte jetzt gerne... So, die hätte ich jetzt gerne ausgewählt. So, da kommt jetzt ein X hin, dann kommt hier ein Y-Kombo hin. Oder die? Die. Dann kommt hier noch ein X hin. Ja. Und ein Y. Fantastisch. Ach ja, genau, so war das. Ach ja, das fängt ja mit. Oh, dieses nervt ein bisschen. So. So funktioniert das zumindest. Aua. Das war nicht nett. Das war auch nicht nett. Aber man merkt, dass je länger wir angreifen, ohne betroffen zu werden, desto mehr ändert sich die Musik. Also man hat einen Ansporn, nicht getroffen zu werden. So. Ja.
So. Einmal wegdrehen und dann... Das haben wir ja recht formidabel gelöst. Also ich muss echt sagen, ich bin positiv überrascht. Sonst mache ich das nicht so geschickt. Aber ihr scheint mich anzuspornen, dass ich nicht ganz als Idiot dastehe. Jetzt nach unten. Hier geht's nach unten. Aber noch weiter scheint es nicht zu gehen. Deshalb wird das nicht riskieren. Obwohl, das sieht aus, als wäre eine Tür, oder? Nee, das ist keine Tür. Hey, gesprungen. Ah, hier ist so eine Heilstation. Aber wir sind voll. Hat deine Mama mit einem Leaper gepennt? Hat Johnny Green Cheese deinen Namen im Dunkeln geschrien? Egal. Denn mein Leben ist schlimmer als deins. Aber besuch mich mal im Leaking Brain, denn das Elend liebt Gesellschaft. Hey Mann, hier ist der Hat deine Mama mit einem Leaper gepennt? Hat Johnny Green Cheese deinen Namen im Dunkeln geschrien? Egal, denn mein Leben ist schlimmer als deins. Aber besuch mich mal im Leaking Brain, denn das Elend liebt Gesellschaft. Oh, hier ist wieder ein Hinweis. Okay. Das scheint in irgendeinem Gerümpel zu sein. Und es ist nicht, definitiv nicht zurück, weil die Türen gehen hinter uns immer zu, wenn wir ein gewisses Gebiet geschafft haben. Okay, wir wollen nach oben. Oh, hi. Nein, das war nicht nett. Na, das war auch nicht nett. Und wir nehmen viel mehr Schaden als bei dem anderen. Heieiei. Sie haben eine PMP-Schwelle erreicht und können jetzt Impressions freischalten. Drücken Sie Dings, um das Combo Lab zu betreten. Ach ja. Lilian hat genügend PMP, um neue Impressions freizuschalten. Überlegen Sie, wie Sie neue Impressions verwenden könnten, um längere und bessere Kombos zu erstellen. So, wir können es jetzt, glaube ich, aussuchen, was wir freischalten. Oder auch nicht. Scheint nur den. Verwenden Sie neue Impressions, um eine Kombo zu erstellen. Das ist schon Bitch Slap, oder? Das gefällt mir irgendwie. Handkantenschlag? Ja, das sieht irgendwie schneller aus als das. Ja, wir wollen das ersetzen. So. Irgendwo war das Gerümpel. Wo wir das Döns finden. War das hier? Ah, hier liegt's. Jetzt sehen wir auch ungefähr die Einstellung, die wir da hatten. Hier, noch eins. Dann können wir jetzt auch hier hoch. Weil ich sagen muss, ist auch interessant, das Rohr kann sie anfassen, aber der Dampf, der tut ihr weh. Das Rohr müsste eigentlich auch heiß sein, oder? Weg! Weg! Überwachen! Gesicht!
mein Gesicht! Ich habe es verloren! Da, böses Kind! Ich habe gelogen! Da! Die Fliege frisst mich! Ich weiß gar nicht, ob ich hier sein möchte. Es gibt Dinge, die man nicht blocken kann, und das gehört dazu. Ach, Chaka. Der Reißer ist viel stärker, wenn andere Lieber in der Nähe sind. Besiegen sie die Marodeure, bevor sie sich mit ihm anlegen. Okay. Ei, ei, Captain. Nein, oh, 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 oh. So, der ist weg. Das war nicht schön. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ja doch, es ist YX, YX. YX. Oh. Das war's. Die Leaper greifen Bürger an? Leaper waren Bürger. Ja gut. Ich glaube dir. Los, mach. Tommy erwartet dich im Leaking Brain. Blöd, Mann. Wie geht's denn hier dem einen eigentlich? Warte mal, wir haben. Der hat doch irgendwo jemanden hingepfeffert. Hier. Hm. Sieht nicht so aus, als könnten wir die retten. Was geht's jetzt hier raus? Da lang? Da lang. Hallo. Praktisch. Klettereinheit. Ich muss sagen, ich wäre auch gern so sportlich. Ey! Sind sie produktive Diener der Gesellschaft. Rückverwandlung mit Memorize. Humaner Schutz vor barbarischen Gefahren. Bürger von Neo Paris. Die Leaper-Bedrohung ist...
Geh über den schwimmenden Markt zu dem Lagerhaus da. Die Abkürzung zu Tommys Bar. Hier ist echt nichts anderes, ne? Nee. Zieh nochmal hoch, Mädchen. Und dann springen wir ordentlich. Wir lassen doch alles rein in diesen Bezirk. Ja, Alte, ich hab dich auch gern. Oh, hier ist eine Aufladestation. Ich spreche nicht mit Fremden. Ich will auch gar nicht mit dir reden. Bleib bei deinem Fisch. Das haben wir hier so gut wie frisch. Ich glaube, das ist nicht der Laden, den du suchst. Hier ist nichts. Schade. Secrets, ich möchte Secrets. Meinst du, dein Geld reicht? Also dieses. Du suchst sicher den Flohmarkt. Der ist hier nicht. Versuch's woanders. Schau nicht so hin. Nee, da ist was. Ich weiß nicht, ich kann nichts erkennen, Mann. Ich weiß nicht, ob sie es ist oder nicht. Nicht, dass sie die falsche ist. Da, vor dem Fenster dort. Ja, ich weiß. Keine Manieren mehr haben die Leute. Du bist süß, aber ich hab zu tun. Was gibt's denn hier? Niedrigpreisproteine. So viel sie essen können. Fragen sie nach der Spezialität des Tages. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir da irgendwas bekommen. Ja, guck mich nicht so abfällig an. Aber ich würde sagen... Du interessierst mich nicht. Ja, du mich auch nicht. Unglaublich, dass du... Ich hab nichts getan! Auf damit! Dauernd bist du am Meckern. Sei doch froh, dass du den Job hast. Gut. Ein anderes Mal vielleicht. Ich würde sagen, wir klettern jetzt hier noch die Treppe hoch. Und machen dann einen Schnitt und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt... Let's play... Remember me. Bis dahin. Ciao.